Hallo liebe Pedelec-Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit, ich habe meinen Pedelec-Akku getestet. Das ist das gute Stück von der Firma Stroma. Ich fahre ein Stroma ST1X Speed Pedelec und wie gesagt in den letzten 3,5 Jahren 20.000 Kilometer. Und heute schauen wir mal, was der Akku so noch leistet. Der Akku ist Baujahr 2016, verfügt aber schon über Active Battery Balancing. Das ist auch heutzutage noch Stand der Technik, auch wenn das jetzt schon 5 Jahre in diesem Stroma Akku verbaut ist. Namhafte Akkuhersteller wie zum Beispiel Bosch hier, Bosch PowerTube, verfügen ebenfalls über Active Battery Balancing. Das ist halt ein Ladeverfahren, was die Zellen im Akku schonen soll. Damit diese Ladetechnik auch funktioniert, ist es ganz wichtig, dass der Akku immer ganz voll geladen wird. Also Tipp für eine lange Haltbarkeit, für eine lange Lebensdauer eures Pedelec-Akkus, immer ganz voll laden und nicht nur ein bisschen anladen und dann weiterfahren. Gekauft habe ich mir vor 3,5 Jahren 814 Wattstunden. Ich habe das dann ja getestet 2019, also vor 1,5 Jahren. Nach 11.000 Kilometern hatte ich noch 86% der Ausgangsleistung. Da schauen wir mal, was heute dabei rauskommt. Die Restkapazität habe ich wieder mit Hilfe der Daten aus meiner Stroma-App errechnet, also aus den Angaben von Restkapazität und Energieverbrauch. Rausgekommen sind regelmäßig 74%, also 605 Wattstunden. Vor 1,5 Jahren hätte mich ein neuer Akku noch rund 1650 Euro gekostet, muss man sich mal vorstellen. Heute würde eine Zellerneuerung gut 700 Euro kosten, das ist aber immer noch ganz schön viel Geld. Wie heißt es so schön? Entscheidend ist auf dem Platz. Also auf zur Testfahrt nach jetzt 500 Ladezyklen, 20.000 Kilometern. Der gleiche Testparcours wie beim letzten Mal. 3 Runden à 30 Kilometer und ich versuche eine Durchschnittsgeschwindigkeit von konstant 30 km/h zu halten. Alle 10 Kilometer habe ich nachgesehen, wie viel Restkapazität mein Akku noch hat, wie viel Prozent bzw. wie viel ich verbraucht habe. Das Ergebnis hat mich am Ende nicht unbedingt erfreut, kam aber jetzt auch nicht ganz unerwartet. In diesem Diagramm habe ich die Ergebnisse der beiden Testfahrten nach 11.000 Kilometern und 20.000 Kilometern mal nebeneinander gestellt. Und wie man gut sehen kann, schafft der Akku unter diesen Bedingungen keine 90 Kilometer mehr. Nach 70 Kilometern habe ich mich mal langsam auf den Heimweg gemacht. Ich nutze mein Speed Pedelec praktisch ausschließlich, um damit zur Arbeit zu fahren. Ich pendel täglich eine Strecke von 40 Kilometern, also 20 hin, 20 zurück. Das klappt auch alles wunderbar, dafür reicht der Akku bestimmt auch noch aus, aber hat sich das Ganze irgendwie auch gelohnt? Also rein finanziell gesehen muss ich sagen, definitiv nein. Ich habe Anschaffungskosten, Versicherungskosten, jedes Jahr eine neue Kette, Ritzelpaket und so weiter. Ich habe zwar keine Werkstattkosten, weil ich das selber mache, aber ich bin jetzt in den 3,5 Jahren, rechnen wir von mir aus auch 4 Jahre, bei gut 6.000 Euro, 500 Ladezyklen. Die App zeigt mir ja ziemlich genau an, ich muss da keine Strichliste führen, wie oft ich gefahren bin. Und 500 Fahrten zur Arbeit, wenn ich das mal teile, 6.000 Euro, bin ich bei 12 Euro pro Fahrt. Das lohnt sich definitiv aus finanzieller Sicht nicht, denn ich konnte mein Auto dafür nicht abschaffen. Ich brauche trotzdem noch ein Auto. Ich kann nicht bei jeder Witterungsbedingung mit dem Auto, mit dem Pedelec fahren. Ich brauche das Auto. Hier auf dem Land ist der öffentliche Nahverkehr für meinen Job, ich bin Krankenpfleger, auch nicht so ausgelegt, dass ich um 6 Uhr morgens pünktlich auf der Arbeit erscheinen kann. Dementsprechend finanziell hat es sich nicht gelohnt. Spaßfaktor 100%. Da hat es sich absolut gelohnt. Das macht schon Laune, mit einem Zweirad 45 km/h treten zu können. Wenn euch mein heutiges Testvideo gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht hat, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Und was mich ganz brennend interessiert, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Wenn ihr selbst schon Akkutests gemacht habt, habt ihr noch tolle Tipps für mich, wie ich die Haltbarkeit meines Akkus verbessern kann, wie ich ihn wieder fit kriege, dass er leistungsfähiger wird. Wer weiß, da war so mancher pfiffiger Kommentar beim letzten Test schon dabei gewesen, der mir ein bisschen weitergeholfen hat. Macht das diesmal doch bitte genauso fleißig. Ich sage danke fürs Zuschauen, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis demnächst. Tschüss, euer Sprobo.